10, 11. Kann mal gucken, ob wir da was irgendwie. Ah ja. Dann werde ich die aber, glaube ich, erstmal anpflanzen, den Cotton. Cotton Seeds. Weil dann machen wir uns eine kleine Farm damit. Zwar da hinten, würde ich sagen. Haben wir auch noch einen Wurm. So. Ich weiß nämlich nicht, ob die Kotten Wasser braucht. Ach, warte mal. Ich mache doch wieder Dummheiten hier. Geht doch viel schneller. So, warte mal. Ich setze den gerade mal hier hin. Dann macht er uns gleich schön ein paar Felder. So, das letzte bitte noch. So. Gut. Sieht doch schon mal brauchbar aus. Das kann ich da oben wahrscheinlich nochmal platzieren. Rice Seeds. So. Ah, warte mal, kann ich hier nicht die... Doch, die wollen doch hier. Kann ich den Reis auch verfüttern? Ne, dann kriegt das kleine Schweinchen hier den... letzten Dinger, ja. Ist weg, egal. Nicht so wichtig. Wegen den Silky-Dingern wollte ich. Sonst geht ja das Glas kaputt. Muss ja nicht unbedingt sein. Deshalb machen wir kurz mal ein paar. Ich brauche 8, 4 mal 32 Strings. Ich würde gerne die zweite Etage von dem Gebäude mit irgendeinem weißen Stein machen. Aber Marble habe ich noch gar nicht gefunden. Gibt es das überhaupt? Ah doch, den hier habe ich. Ja, ja, stimmt. Stimmt, okay. Also haben wir doch. Noch nicht so ganz überzeugt von dem Glas. Vielleicht ist das besser. Na. So, dann hat es von außen nämlich so einen 3D-Look. Und auf den will ich. Okay, also geht kaputt. Ja, ich glaube, das Glas ist besser. Scheiße.
Hatten wir noch Lampen gefunden? Candle. Towncraft. Palms Harvest Craft. Gepresster Wachs. Ein Pot. 4. Clay. Das kriegen wir hin. Damit. Ich geh mal lieber schlafen. Ich meine, weil die Bären, die kriegt man locker easy hin. Es sieht schon alles ein bisschen schöner aus. Was wollte ich jetzt? Clay. Alter, ich habe keinen Platz. Keinen Platz für irgendwas. Ich brauche unbedingt ein Lager. Moment, das war unser Essen. Das darf nicht weg. Na. Ah, das Kraut, verdammt. Oh, Clay. Alter, habe ich keinen Clay mehr. Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz Clay holen. Warte mal, das bisschen Erde nehmen wir mit. Es war ja nicht so weit. Da hinten ist ein Sumpfbiom, da kriege ich Erde her. Hoffe ich doch. Müsste eigentlich so sein. Da ist nur eine Kuh drin, das ist ungeschickt. Warte mal. Hier, geh mal deinen Kollegen besuchen. Danke. Da ist Clay. Die ist ja alles vor der Haustüre. Ich brauche ja auch nicht viel. Na, das war ein Fail. Ah, hier ist auch der Eingang zu unserer Höhle gewesen. Okay. Mal gucken, ob ich das nächstes Mal noch weiß. Na. Gibt's halt auch keinen gescheiten Aufgang. Okay, zum Sumpfbiom müssen wir. Okay, dann... Ich glaube, das kann ich mir merken. Man sieht halt noch gar nichts, dass hier irgendwas sein soll. So, was habe ich denn jetzt geholt, Clay? Wir müssen mal braten. Wir brauchen Bricks. So, dann machen wir die restliche Kohle hier rein. 4 Stück brauche ich. Dann können wir nämlich den Wachs pressen. Ah, aber wir brauchen Candleberries. Oder...
Reproduce. Okay, wir machen trotzdem mal so einen Pot. Was wir haben wir. Candle. Haben wir die vielleicht da drüben? Unser schöner Abgang. Vielleicht habe ich hier irgendwo Glück und krieg diese Candle Berries. Alles aufnehmen. Ey, nice one. Sieht aber nicht so aus. Alter, es gibt so viel Grünzeug hier. Denn nur einen von dem hier. Ich will eigentlich diese Candleberries. Wo gibt's die denn? Ah, hier ist der Platz. Oh, was ist denn das? Ups. Ich baue natürlich die an, wo ich am wenigsten davon habe, dass ich viel Inventarplatz habe. Aber irgendwie funktioniert das auch nicht ganz so. Weil ich von allem inzwischen relativ viele habe. So. Die sind gut, die können wir gleich benutzen. Tomaten. Getreide ist natürlich auch super. Okay, ein bisschen was fehlt noch. Muss noch ein bisschen was anpflanzen. Aber ja, es ist so eine Vielfalt. Nochmal Champignons, weil ich die ja so arg mag. So. Ist alles angepflanzt. Boah, da hinten gibt es noch mehr. Aber was ich brauche, habe ich natürlich nicht gekriegt. Wie immer. Oh ne. Dings habe ich auch nicht. Vielleicht sind das auch Bärenbüsche. Also so. Weißt du? Solche Büsche halt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte ich auch noch so ein paar andere Büsche mitnehmen.